Vertical Jigging. Eigentlich in jede Routenserie gehört auch eine Vertical Jigging Route. Haben wir natürlich auch in der W3 Serie eine Route für die Stationärrolle und drei mit Trigger für die entsprechenden Low-Profile Baitcaster. Und das auch in verschiedenen Wurfgewichten bis hin zu 52 Gramm. Also für die Leute, die sagen, ich will eigentlich mal dieses pelagische Fischen vielleicht ausprobieren, aber nicht immer, sondern ab und zu mal, fische dann etwas größere Köder oder ich fische im Fluss und muss nun mal mit 30 oder 40 Gramm schweren Bleiköpfen vertikal fischen. Deswegen auch die 52er Variante, die durchaus auch einen 60 Gramm oder 70 Gramm schweren Köder ab kann. Nichtsdestotrotz die 52er für diese schwere Fischen. Ansonsten die 28er Variante wie das normale Vertikalangeln. Also hiermit deckt ihr wirklich alles in puncto Vertikalangeln ab. Eine schöne Einstiegsroute, auch für jemanden, der sagt, ich will natürlich nicht nur Vertikalangeln machen, ich möchte gerne werfen, aber wenn ich mal auf die Vertikalroute zurückgreifen möchte, dann muss es nicht unbedingt eine teure sein, sondern eine Route, die funktioniert und genau das tut, was sie nämlich machen soll, nämlich sie sollte schnell sein, den Haken entsprechend setzen und viel Spaß machen beim Zanderangeln. Und das machen die Vertical Jigging Routen.